Ja, welcome back YouTube. Und da bin ich wieder. Und bei uns geht's jetzt weiter hier in dem Aufzug. Na, komm schon. Ja. Okay, wir fahren jetzt nach unten. Ich kann jetzt gerade gar nichts machen. Dann, ja, bin ich mal gespannt. Anscheinend ein neuer Bereich, okay. Aber ich würde jetzt mal tippen, dass es gar nicht mehr allzu lange dauern könnte hier, weil... Die Spannung steigt, die Spannung steigt. Naja, wir werden es ja gleich sehen. Die Ladezeiten sind ja mal wieder unerträglich, mein Gott. Es geht weiter. Es wird noch gespeichert, das auch noch. Okay. Aber jetzt auch, kann ich lesen. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Okay. So. Ja. Ups. Irgendwie. Ja. Hier ist schon mal nix. Oh mein Gott, das ist ja spannend hier wieder, wa? Mein lieber Mann. Also hier ist schon mal wie Vita Chamber, das heißt nichts Gutes. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Hallo. Kuckuck. Oh, was sind das denn hier? Voll die Fesseln, ey. Uiuiui. Kann man das benutzen? Nö, ne? Sieht natürlich richtig geil aus, das muss man ja mal sagen. Die Spritze nehmen wir aber erstmal mit. Okay. Ist ja wieder spannend hier. Vater, komm schnell! Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Ich komme. Ich bin aber mal gespannt. Ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Jetzt können wir wieder unsere Waffe verbessern. Ja, was nehmen wir denn nochmal? Nehmen wir das. Tesla Upgrade, okay. Ja, hier können wir jetzt mal erst wieder hacken. Ich wusste es. Ich wusste es, das war scheiße. Das war einfach nur scheiße. Ach du Scheiße, ey. Also ich muss sie irgendwie schnell hacken hier. Wie soll ich das denn hacken? Verdammte Scheiße. Jetzt aber. Wo ist das andere Mistdingen? Das nehme ich. Also hier vorne müsste doch eigentlich mal irgendwo so ein... Ah, hier. Okay, das heißt, schnell dahin rennen. Okay, da ist nichts drin. Was steht da? Daddy's Heim. Okay.
Ach du Scheiße, geht das schnell, ey. Nein, 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 nein. Kann ich dann auch... Ah, ja. So. Jetzt aber, bitte, bitte. Okay, okay, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Kann ich den nicht einfrieren hier vor den Automaten, ne? Ah, leck mich am Arsch. Ah, leck mich am Arsch. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Wir... Und hier ist noch so viel Scheiße, ich komme gar nicht voran, ey. Deaktiviert, kann ich die wenigstens durchsuchen? Nee. Das auch nicht. Alter, mach doch das. Sag mal. Mein Gott. Ich glaube, ich muss mir echt dieses... Oh, ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Ich glaube, ich muss mir echt dieses Heckzeug da holen. Na, okay, ich nehme das mal. Alter Schwede. Ey, bitte, das gibt's doch nicht. Mein Gott. Ey, bitte, bitte, bitte. Das ist meine Scheiße. Ey, das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, bitte, ey. Oh mein, das ist ja noch beschissener, das Ding hier. Halt auf zu schießen. Also ich gehe da jetzt echt gleich erstmal weiter, ey. Leck mich am Arsch, ey. Okay, was haben wir denn hier so? Persephone, die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird und wo sich ein Geschäft auftut. Bohrer habe ich auf jeden Fall voll. Ich hätte mir das echt sparen können, diese Kacke da mit denen. Oh mein Gott, echt, ey. Also, oh bitte, ey, diese Viecher, die kotzen mich auch tierisch an. Das muss ich immer dazu sagen. Und hier regnet's, okay. Und da ist so ein Sister-Schacht. Dann frage ich mich, ob ich vielleicht irgendwie noch hier auch nochmal ein bisschen mehr machen muss als gedacht. Aber gucken wir mal, was passiert. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lam. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Kann ich hier durch? Hallo? Anscheinend nicht. Okay. Eleanor Lamp. Oh, ich schätze, hier passiert noch irgendwas. Ja, wir gucken uns erstmal hier um, würde ich sagen. Wir nehmen mal so ein bisschen hier Spannung raus. Dieser Tank, in dem sie ist, benutze die Steuerung, um die Quarantäneverriegelung aufzuheben. Naja, lass mich doch erstmal hier umgucken. Oh mein Gott, da passiert irgendwas Schlimmes, weil so viel Kacke wie hier rumliegt. Oh Gott. Das geht jetzt als erstes sofort. Hier komme ich nicht durch. Und hier... Ja, ich bin ja jetzt voll eigentlich, oder? Ich mache die Bude jetzt einfach mal auf hier, Mensch. Keine Angst. Quarantäneverriegelung wird deaktiviert. Huh? Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch.
Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh Gott, das will. Ja, das werde ich tun, aber ich mache erstmal hier überall diese Mini-Geschütze hin. Und dann muss man die erstmal so ein bisschen. Oh. Das andere Vieh hier, ey. Komm schon. Oh Gott, das auch noch, ey. Immer wenigstens eine kaputt geht. Hallo? Oh nein, ich mache ja noch so eine Scheiße wieder an. Die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird. Und wo sich ein Geschäft auftut. Oh, jetzt muss ich erstmal hier die schwere Niete nehmen. Na? Oh, da muss man alles rein. Oh Gott. Gott. Beeilung jetzt! Die Quarantänekammer wartet auf dich! Geh rein! Ja, aber warte doch erstmal. Ich wollte jetzt erstmal wieder hier so ein bisschen. Ja, das war gut. Splittergranate bräuchte ich. Warte. Ich muss mich jetzt erstmal hier, glaube ich, oder? Worauf wartest du, Junge? Ey, schieb mal keinen Stress hier, ja? Ich bin jetzt gerade echt hier. Ich muss jetzt mal gucken hier, ja? Wir müssen uns jetzt erstmal hier so ein bisschen wieder voll machen, ja? Ach, hier ist die andere, okay. So. Was haben wir denn hier? Weil das Ding muss ich erstmal voll kaufen hier wieder, dass mir wieder ein bisschen besser geht. So, dann würde ich sagen. Obwohl, können wir jetzt eigentlich mal da reinlatschen? Dein Signal reißt ab, Junge! Ich sehe und höre nichts! Irgendwas in dem Raum blockt mich ab! Hallo? Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten.
Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich, wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, vergib mir. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Okay, ja, du hast nun die Kontrolle über einen Little Sister. Du kannst nun Luftschächte benutzen und Adam von Leichen ernten, okay? Oh. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater, aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Oh, eine Pistole. Ja, jetzt muss ich erstmal hier raus. Kriech durch die Schleuse da. Jo, mach ich. Das wollte ich immer schon mal tun. Na, komm schon. Ist ja voll dunkel hier. Okay. Ungemütlich, wenn ich diese Dinge... Gut. Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Okay, geh in Lambs Büro. Das machen wir doch. Juhu. Oh, ich kann nicht mal springen, Mensch, ey. So eine Kacke. Und warum haben die diese Schächte eigentlich so hoch gebaut, ey? Frechheit. Sollte irgendwo ein Hebel sein. Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt. Achtung! Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen, um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Oh, mach ich. Irgendwie... Ich kann das alles nehmen, aber nicht benutzen. Hallo? Das bringt doch gar nichts, wenn ich jetzt diese Dollar hier noch einnehme, oder? Aufhebe. Und
Wenn ich das jetzt aufhebe, das, ja, okay, jetzt geht's. Mutter sagt, mein Zustand ist letztlich ein Segen. Dauernd erinnert sie mich daran, dass ich einzig dazu geboren wurde, um ihre Ideale zu fördern. Und jetzt will sie mich überreden, mich mit dem gleichen Cocktail zu spleißen, der Dr. Alexander in den Wahnsinn getrieben hat. Sie glaubt, mein Zustand macht mich immun gegen die Schädigungen. Die Erdoberfläche ist meine einzige Chance auf Freiheit. Aber Mutter nahm mir den einzigen Menschen, den ich von oben kannte, und ermordete ihn vor meinen Augen. Vater, wenn ich nur einen Weg finden könnte, ihn zurückzuholen. Komm her, verfluchte Scheißmann! Oh? Was ist denn das für ein Scheiß? Eieiei. Sind wir mal ganz vorsichtig. Okay. So. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Komisch, dass das alles so immer... ja, sich so ein bisschen verändert, ne? Aber ist ja nicht schlimm. 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Okay, so sieht es normal aus. Aha, okay. Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Ich empfinde nicht nur mit ihnen, ich kann sie direkt kontrollieren. Sie sind jetzt meine Hände und meine Augen. Besser noch, wir haben Vaters Körper gefunden und eine Genprobe genommen. Die Mädchen verstecken die Proben in diesen Puppen, die wir immer gemacht haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Dreh raus habe, einer der Walter Chambers so zu manipulieren, dass sie seine genetische Signatur sucht. Und dann... ich kann es kaum erwarten, Mutters Gesicht zu sehen. Ja, okay. Sie hat uns dann wahrscheinlich dann wiederbelebt, wa? So, das haben wir auch. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Oh oh. Oh oh. Big Sister Waffe, okay. Jetzt haben wir's. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Okay. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich überlebe, koste es, was es wolle. Genau wie du. Meine neuen Sisters haben dir vertraut. Aber du hast dir genommen, was du brauchtest und hast sie dann weggeworfen. Und ich habe jedes Mal gespürt. Es war nichts Persönliches. Es war eben das Gesetz der Natur. Tja. Soll ich ihr das jetzt geben oder soll ich es lassen? Erstmal einmal noch hier umgucken. Nein, 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 das ist aber gemein. Was soll denn hier hinten? Eine Toilette. Einmal benutzen. Okay. Das hören wir uns noch an. Wir haben es geschafft. Vater ist zurückgekommen, direkt vor Mutters Augen. Ich habe über meine Sisters eine Frau namens Tennenbaum kontaktiert. Sie hat einen Weg gefunden, seinen Geist in diesem Anzug zu befreien, den Menschen im Monster zu wecken. Mutters ganzes Glaubensgebäude ist verfehlt. Und wenn ich eines über Vater weiß, dann das.
Er wird an die Flucht glauben. Eleanor, es ist an der Zeit, dass du deine Pflichten dem Volk gegenüber anerkennst. Wenn du aufwachst, wirst du verstehen... Nein! Geh weg von mir! Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal so einen ganz fiesen Cut und hören hier direkt auf an dieser Stelle. Ich weiß, es ist gemein, aber wir sehen uns ja im nächsten Teil wieder und da werden wir dann mal gucken, dass wir Eleanor den Anzug geben und schauen, was passiert. Ich bin gespannt, wie immer. Und ja, ich hoffe ihr auch und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich sag mal bye bye und bis gleich.